Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Armeniern. Und im letzten Teil haben wir diese Siedlung Tarsus belagert, die sich Pontus geschnappt hatte. Wir werden auch momentan gerade hier oben belagert. Das ist jetzt allerdings, ja, das ist jetzt nicht so die überkrasse Armee. Also wir können tatsächlich, na, zeigst du mir nochmal bitte. Also wir können hier tatsächlich einen Ausfall riskieren. Denn immerhin werden wir gegen die Infanterie und gegen die Kavallerie was machen können. Und dann ziehen wir uns auch wieder zurück. Also das ist nur ein kurzes Vergnügen. Es sind nur Söldner, die er da hat. Also von daher verschafft uns das auf jeden Fall nochmal eine Runde Zeit. Und ich glaube, das ist hier auch ganz praktisch so. Okay, also wir starten die Schlacht. Wir kommen auch direkt raus. Wir machen den Blenkelmodus aus. Wir verschießen einfach nur unsere Munition und dann treten wir den Rückzug an. So, jetzt würde ich eigentlich sagen, du solltest die Kavallerie zuerst beschießen. Ja. Ich kill da irgendwie nix. Haben die so einen hohen Schildwert? Immerhin 47 habe ich erwischt. Witzig, dass die so eine Tröte haben wie Pontus. Aber er hat schon durch diese, auch nur durch diese kurzen Verfolgungsmanöver, hat er schon ganz gute Verluste eingefahren. Ja, das machen wir jetzt tatsächlich hier, weil wir da versuchen müssen, das Maximum rauszuholen, ne? Lass mal auf den Hügel hoch. Wir machen aber interessanterweise hier auch immer noch relativ wenig Schaden, ne? Komm hier weg. Bewegung, Bewegung. Vorwärts. Einheiten vorstoßen.
So, dann schauen wir mal. Oha. Also ihr seht tatsächlich, ne, also wirklich signifikante Verluste richten wir auch bei dieser Einheit eigentlich nur an, wenn sie jetzt so wie hier uns mal kurz den Rücken zudreht, ne. Dann purzeln die allerdings auch ganz gut. Also ich weiß nicht, kann ich das vielleicht nochmal irgendwie aktivieren? Munition ist alle, ne? Also wir könnten jetzt natürlich hier versuchen, irgendwie noch mehr rauszuholen, aber ich sehe da eigentlich keine Möglichkeit. Ich würde eher jetzt drauf spekulieren, dass Pontus sich das jetzt vielleicht nochmal anders überlegt und die Stadtbelagerung aufgibt. Weder Sieg noch Niederlage sind heute unser. Ja, genau. Aber weder Sieg und Niederlage, das reicht uns ja auch hier. Weil tatsächlich glaube ich, dass der Gegner stärker verloren hat als wir. Noch 4 Einheiten Kavallerie übrig. Das ist nicht wirklich viel. Oh nein. Habt ihr es gesehen? Admiral Tiberius, was er drauf hat. Ah, Mann, ey, die Römer jetzt auch. Oh. Alle hassen die Armenier hier, ey. Ich fühle mich so diskriminiert, ne? Okay. Wir gehen mal gerade hier mögliche Gebäude durch. Ja, jetzt sind nur Pivot nix. Du brauchst schon das. Tempel des Horus ist ja gut eigentlich, ne? Muss ich natürlich bei Zeiten auch wieder abreißen. Ja, wir verlieren ganz ordentlich was an Korruption. Wir können natürlich auch mal diesen... Wir können natürlich auch den Hafen ausbauen. Wir müssen uns irgendwann hier mit den Piraten anlegen. Oh, Susa, komm, bau eine Akademie. Das ist immer noch eine ganz sinnvolle Sache. Okay. Das mit den Gebäuden müssen wir auch gleich noch gucken. Ah, warte mal, bei Bostra, was ist... Ah, eine Kaserne, alles klar. Ah, und guck mal da, wir haben ja schon die Bögen und so am Start, ne? Cool, dann holen wir uns die Stadt jetzt auch noch. Dann haben die Ägypter gleich nur noch Zypern. Was ich echt gut finde. Dies ist der Tag der Schlacht. Solange wir zusammenstehen, fürchten wir keine Niederlage. Oh ja. Oh ja. Nun erledigen wir unser blutiges Geschäft. So ist es. So ist es. Es wird sehr blutig. Bitte einmal ablegen. Genau, die Bauern können den Rambok hier eigentlich...
bewegen. Jetzt musst du mir aber nochmal sagen, hier ist ja auch eine große Piazza wieder am Start. Dann pass auf, dann machen wir das nochmal hier. Oh, ich muss mal niesen. Achso, ich hoffe, zweimal niesen reicht. Ja, bitte so. Genau, du kannst es hier ablegen. Die stellen wir hier hin. Die stellen wir hier hin. Kannst du schon mal hier den das Tor einrammen. Eure Soldaten haben den Rambock zum Tor gebracht. Eure Soldaten haben das Tor durchbrochen. Befehlt den Vormarsch. Jagt den Feind. So, den ersten Feind haben wir ja sogar schon mal gejagt. Jetzt. Ah. Siehst du mal, einfach ein bisschen geduldig sein. Der feige Feind hat die Mauern verloren. Schickt eure Truppen, damit sie die Siedlung einnehmen. Du läufst mal zurück. So, dann gucken wir mal, ob wir sie jetzt schon anlocken können. Der feindliche General ist tot. Super. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Ja, werden wir es rausfinden, ne? Ja, das war relativ easy. Sieg! Siedlung eingenommen. 6000 Bevölkerung ist halt schon viel, ne? Das heißt, hier ist eigentlich die entsprechende Bevölkerung, die ich schon brauche. Statthalterpalast ist es eigentlich auch okay. Gut, dann nehmen wir hier noch einen berittenen Bogenschützen mit. Okay. Wir haben die nächste Stadt erfolgreich erobert. Und mit der Armee können wir dann... Obwohl, warte, stopp. Mach nicht den berittenen Bogenschützen, sondern mach noch einen Bauern. Weil ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich noch einen Bauern mehr da unten.
Und du baust mir jetzt bitte mal hier einen Onaga. Du brauchst noch ein paar berittene Bogner. So, ich brauche hier auch nochmal einen Spion mehr. Und ich glaube, ich kann da jetzt wieder hier so eine Rebellenarmee angreifen, oder? Kann ich noch nicht. Klingt jetzt doof, aber dann kann ich ja auch eigentlich auf die Verstärkung warten. Mein Gebieter? Weiter! Wir können nicht weiter, großer Herr. Passt doch, oder? Vorwärts! Schließe mich den Truppen an! Wir sitzen fest! Gut, okay. Dann wolltest du hier hin. Mein Gebieter? Weiter! Wenn du rausgehst, wird die öffentliche Ordnung schlechter. Das ist natürlich nicht gut. Befehle? Okay, fein. Ich glaube, das war's auch. General. Befehle? Greif den Feind an. Die Siedlung wird belagert, Herr. Mein Gebieter? Befehle? Das reicht ja locker aus. Mein Gebieter? Genau, das reicht ja locker aus, um diese Stadt hier einzunehmen. Gott, ne? Und da ist ja auch noch einer. Oh, Jesus. Okay, ich glaube, das war's. Der macht einen Ausfall. Interessant. Ja, ist vielleicht auch sogar das Cleverste, was er machen kann. Also wir haben halt keinen regulären General dabei und eine eher schwache Infanterie. Stärkung. So, da ist das, ne? Hier unten in der Ecke. Okay, und dann... Dann heißt das erstmal... Sind hier, wir laufen jetzt erstmal hier hin. Lügen Sie, um den Sieg zu sichern? Gehen mit den Jungs hier schon mal auf die Flanke.
das für sinnvoll, dass sich die Truppen erstmal treffen, um hier effektiver agieren zu können, und dann können wir mal weiterschauen. Wenn wir Glück haben, können wir schon mal seine Streitwagen angreifen. Ich muss jetzt hier tatsächlich meine Verteidigungsposition im Wald einnehmen. Äußerst ärgerlich. Einheiten rennt! Einheiten gruppieren! Berittene Bogenschützen! So, was ist das jetzt, was da angerannt kommt? Peltasten sind es. Berittene Bogenschützen! Beeilung! Berittene Bogenschützen! Oh, sauber. Komm weg. Wir müssen hier noch die Verluste gering halten. Hier müssen wir das Autofeuer ausmachen. Dann greif ihn an. Ich versuche mal hier den General zu chargen. Im Rücken könnte das tatsächlich moraltechnischen Unterschied machen. Euer General hat sich geopfert. Doch führt Aua. Das zum Sieg oder zur Flucht eurer Männer? Flüchtende Generäle sind immer sehr, sehr schlecht eigentlich. Der feindliche König läuft davon. Es ist unerhört. Boah, geil. Der feindliche König wurde erschlagen. Die Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer beim Feind verbreiten und Verzweiflung hervorrufen. Davon gehe ich jetzt allerdings auch aus. Ihr positioniert euch bitte neu. Sehr gut. Mach mal das Autofeuer aus. Also tatsächlich gegen den gegnerischen König hier zu kämpfen, war, glaube ich, schon
Eine große Herausforderung. So, ihr haut jetzt mal bitte hier ab. Okay, der flüchtet in die gegnerischen Reihen rein. Das müssen die unheimlichsten Dudes sein, die man sich so vorstellen kann. Wie stehen meine Infanterie auch da? Oh Mann, ey, der kommt nicht mehr wieder, ne? Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. So, wo steht er? Ah, der läuft jetzt bis zur Piazza, ne? Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal dahin laufen. Denn wir brauchen jetzt den Rambock. Wir positionieren uns mal hier. Ich will mal einen Schluck zu trinken, das dauert doch bestimmt noch, oder? Da gibt es diesmal ein Siegesweinchen zu. Und der Gönner hat schon eine ganz feuchte Nase. Sorry. Okay, hol dir das Teil hier. Wir sind die Gruppe mal gerade auf. Okay, ging jetzt auch so. Sehr cool. Uns gehört die Stadt Tarsus. Verlasse die Armee. Okay, ein Agent von Pontus wurde hingerichtet. Ein Agent der Ägypter hat das hier überlebt. Noch ein Agent der Ägypter hat das hier überlebt, okay. Krass, wobei der Dude hier eigentlich ganz gut ist, ne? Sonst aber jetzt erstmal nicht stören. Rundenbericht ist gut. Steuern und Armeeunterhalt halten sich die Waage. Bahar von Assak bekommt aufgrund der Bibliothek hier eine entsprechend
hochwertige Ausbildung. Mächtiger General. Marschieren. Wir können nicht weiter. Du baust mir auf jeden Fall schon mal hier einen Wachturm. Baut einen Turm. Aha. Und die 3000 Kröten, die können wir mal in die Hand nehmen. Ha, kriegst du einen Söldnerhauptmann, ne? Sehr cool. Weil dann kann er auf jeden Fall hier auch noch ein paar Tatua in die Flucht schlagen, falls da irgendwas sein sollte. Baubericht ist okay, da kümmere ich mich jetzt noch nicht so drum. Wir haben viel Geld durch die Einnahme von Tarsus gemacht und ihr seht jetzt halt auch hier unsere Flotten, wie das hier alles umspannt wird. Euer Wille ist mir Befehl. Spioniere. Ah, der Lappen, ey. Befehle? Angriff! Siedlung wird. So, dann belagern wir mal Alexandria. So, du gehst hier hoch. Du brauchst auf jeden Fall einen Bauer. Aber warte mal, du brauchst auf jeden Fall auch noch einen Bauer. Muss ja hier auch mit den Steuersätzen hochgehen. Bus mir die Minen bitte aus. Ach, die Städte hier, die sind einfach so gut, ne? Diese drei Städte hier, die erzeugen so viel Einkommen. Okay, dann bitte ab hier hoch Richtung Jerusalem. Erstmal ab hier hoch Richtung Sidon. So, wir holen uns jetzt hier eine Triere. Und wir holen uns noch eine Triere. Mächtiger General, weiter! Mächtiger General, mächtiger General. Und wir holen uns hier noch eine Triere, würde ich sagen, oder? Ne, einen Bauer. Einen Bauern holen wir uns noch. Sire, mein Gebieter, mein Gebieter. Hier die drei Ladies müssen wir mit darüber. Ist meine Überlegung tatsächlich, ob ich hier die Belagerung auflösen soll. Ach guck mal, der hat einen Gender reingekriegt. Was für ein Schwachsinn. Okay, weil tatsächlich, ne, also... Solange der hier Sinope belagert, werden mich die Römer doch nicht angreifen, oder? Also so lange habe ich doch, glaube ich, noch meine Ruhe, oder? Ich weiß es nicht. Der Senat, der kann sich ja irgendeinen Schwachsinn ausdenken, ne? Und die machen das dann ja. Ja, rechte Bewegung nicht mehr aus. Schade. Euer Wille ist mir Befehl. Die Tarnung ist mein Mantel. Die kann ich aufkaufen, zum Glück. Wir können nicht weiter, Sire. Euer gehorsamer Diener. Wie viel kostet das? 5000? 8000, okay, gut. Aber Palmyra muss ja eh wachsen, ne? Befehle? Gehen da jetzt übrigens auch auf niedrig mit dem Steuersatz. Okay. Ihr dürft jetzt berechtigterweise fragen, warum ich hier keine Türme hinbaue. Ganz einfach, da spawnen keine Rebellen. Die spawnen nur auf Straßen. Oder in der unmittelbaren Nähe von Straßen. Sire?
Befehle? Befehle? Stoßt vor! Befehle? Mein Gebieter? Marschieren! Mein Gebieter? Aber ernsthaft, ne? Also... nicht weiter, großer Herr. Die Römer werden mich angreifen. Da brauche ich mir gar keine falschen Vorstellungen von zu machen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sire! Befehle? Mein Gebieter? So, dafür haben wir bald Zypern. Und Alexandria auch noch. Und hier unten ist Karthago in Libyen. Okay, interessant. Das gehört eigentlich zu Numidien. Das gehört alles in Griechen. Mächtiger General. Mächtiger General. Sire. Müssen wir noch gucken, was wir hier mal brauchen. Also falls wir tatsächlich gegen die Römer kämpfen müssen, dann brauchen wir definitiv eine große Armee mit Briten und Bogenschützen. Ich mache jetzt erstmal die Rebellen hier weg. Ich meine, das wird die Römer jetzt noch nicht ärgern. Eine Schlacht. Ich würde halt eher so behaupten, dass die Römer tatsächlich Schlange stehen und warten. Shit. Berittene Bogenschützen! In aller Eile! Berittene Bogenschützen! Ich stelle die Einheiten jetzt einzeln. Berittene Bogenschützen! In aller Eile! Berittene Bogenschützen! Beeilung! Berittene Bogenschützen! Schnell! Weil das mit der Gruppensteuerung ganz offensichtlich mal wieder nicht klappt. Verluste gingen jetzt, oder? Sieg! Aber da machen wir jetzt hier keine, da machen wir jetzt hier keine Kühe oder so. Hat sich auserobert, ne? Der Sklavenüberläufer sehr gut. Ja, okay. Schön. Wir haben heute 40 Minuten voll. Ich werde auch hier jetzt sehen. Part beenden, also heute ausnahmsweise nochmal ohne historische Hintergrundinfos, das sehen wir dann oder hören wir dann im nächsten Part wieder. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken, alles Gute in diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.